Moin, Jungs und Mädels, und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zur Schicksalsklinge HD. Wir sind in Oberthorn, werden jetzt von hier aus unsere Bootsreise direkt einmal fortsetzen in Richtung Runinshaven. Und ich denke, ja genau, Jaisingor war der weiteste Hafen, wo wir hin können. Fahren wir direkt mal hin. 13 Dukaten, 22 Stunden, passt alles. Und von da aus müssen wir dann mal gucken, vielleicht müssen wir in Kort nochmal Zwischenstation machen und von da aus nach Runinshaven. Andrasch ist seekrank. Und Fiora auch. Super. So, da sind wir schon in Jaisingor angekommen. Gibt's hier irgendwas Interessantes? Ein Irrfern-Tempel, ein Swafnir-Tempel. Das andere, nee. Auch das interessiert uns nicht so richtig krass. Das heißt, wir reisen gleich weiter. Wohin können wir von hier aus? Wir könnten direkt nach Bremen fahren. Wir können mal gucken. Nach Bremen würden wir 30 Dukaten, 5 Silberstücke bezahlen. Und nach Kort 11 Dukaten. Das hört sich besser an. Vielleicht kommen wir von da aus wirklich direkt nach Runinshaven. Müssen wir mal gucken. Achso, hätte es da noch Zwischenstationen gegeben? Nee, ich glaube nach Trebern und Arin kann man von da aus nicht fahren, ne? Am Horizont könnt ihr ein weiß-rot gestreiftes Segel entdecken. Ja, da steht's auch, Piratenangriff. Dann entdeckt ihr mit Schrecken, dass es sich um Piraten handelt, die nun längsseits kommen. Etwa eine Handvoll der bärtigen Räuber entert euer Schiff. Ja, ja, das sollen sie nur wagen. Eine Handvoll, es sind tatsächlich 5. Und die sind alle Fernkämpfer? Nee, der hier hat eine Nahkampfwaffe, aber der hat sich schon bewegt. Dann stürzen wir uns doch mal auf diese Kameraden oder Nicht-Kameraden. Versuchen ja so ein bisschen in Deckung zu bleiben vielleicht. So, Rondre kann hier außen rumgehen, ist eigentlich sinnlos ein bisschen, ne? Für 4 Punkte kommt. Na, er würde in eine Schussbahn kommen, wenn Frenja da weg wäre. Das heißt, wir bewegen Frenja einfach hier rüber. Tap, 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 dann soll sie mal eine Axt werfen. Nee, beinahe. Bekommt dafür selber was ab, allerdings ohne Schaden. So, Isora. Du müsstest auch noch mal kurz warten, vielleicht. Fiora kommt ja auch nicht gescheit um die Ecke. Wartet also auch kurz. Dann blockieren die unsere Fernkämpfer nicht so. So, Andrasch geht hier auch ein bisschen zur Seite raus erstmal. Top. Für 17, ja, geht doch. So, Rondre macht hier drüben Platz. Beziehungsweise geht nach da drüben und lässt einfach Platz hier in dieser Gasse, den dann Isora und Fiora benutzen können. Wir gehen mal hier geradezu ran. So, wie sieht's denn bei dir aus? Du kämpfst bis dahin. Das müssen wir aber für die beiden anderen freilassen im Prinzip. Ja, dann läufst du mal bis hier hin. Verpasst dem Typen hier direkt eine. Mehr oder minder. Ach, da kommt noch einer rumgerannt. Passen wir einer an. So, Rondre muss kurz chillen. Er hat nämlich gar keine Schusslinie, weil sich da vorne alle, aha, so breit gemacht haben. So, da kann Frenja nicht hin. Da würde sie komplett im Weg stehen. Wo kann denn Frenja hin, wo sie nicht im Weg steht? Eigentlich nur einen Schritt vor.
Und dann bewirft sie den Kunden hier. Das hat keinen Schaden gemacht. Das allerdings schon. So, und dann kommt hier nämlich noch genau Isora dran. Mit 4 Punkten hat er noch 3 Punkte für einen Angriff übrig, hat er aber leider keine Punkte mehr, um die Waffe zu wechseln. So, Andras schießt er nochmal durch. Perfekt. Einer liegt schon, das heißt, wir haben da hinten jetzt ein bisschen Platz. Brondril kann sich einfach hier hinten rumschleichen und den Typen unter Feuer nehmen. Und da kann er vielleicht mit Andras dann gleich ein bisschen zusammenarbeiten. Schon wieder Rondril? Ja, schon wieder Rondril. Frenja kommt nicht ran, aber wir können den hier ruhig umzingeln. Für 1. Na toll. Jetzt, okay. Der rennt eh. Du wartest noch kurz. Oh, hey. Ah, dicke Rüstung. So, Isora hier rüber. Den orkischen Schamanenstab zur Hand. Und Attacke. Für 2. Wirklich? 2? Andrasch ist heute auch nicht der treffsicherste. So, ein Frenja kann immerhin bis hier hinlaufen, den Typen mit einkesseln und ihre Waffe in die Hand nehmen, ihre Nahkampfwaffe, den guten alten Kunfioma. Nicht aus dem Kampf fliehen, nein, nein. So ein Quatsch. Einer. Die scheinen nicht super effektiv zu sein mit ihren Bögen. Könnten sogar hier drüben mit angreifen. Wäre das lustig? Ich glaube, das wäre lustig. So, dann gehen wir hier mal zu Werke. Die Parade ist raus. Das heißt, Fior und Isora können da gleich. Er hat zuschlagen. Fior hat schon, hat auch getroffen. So, und Isora können es schon beenden hier, ne? Mit dem Typen? Na, noch nicht ganz. Ne, der ist noch ein bisschen stabiler, als ich dachte. Oh, das war ein guter Treffer von den Piraten. Jetzt scheinen die plötzlich ihren Schaden gefunden zu haben. Bin ich natürlich nicht so der Fan von. Aha, nimm das. So, da liegt er. So, Andras wechselt auch auf die Nahkampfwaffe, deswegen hat er sich ja daneben den gestellt. Letzte Runde macht auch direkt 11 Punkte Schaden. So, der hier ist schon ein bisschen angeschlagen, ne? Und knapp vor uns sehen doch direkt mal vor. Paradepatzer, Trotzdem nur 2 Lebenspunkte kassiert der Typ. Da ist die Parade. Ja, haut daneben. Nicht so gut. Dafür trifft Fior. Die scheinen echt ein bisschen dicker gepanzert zu sein, die Jungs.
Oder wir würfeln einfach Kacke. Oha, vergiftet? Nee. Oh Mann. Na komm schon, leg ihn. Wenn er hier mit vergifteten Waffen ankommt. Och, der ist echt stabil. Arondre auch vergiftet? Scheinbar. Arondre wartet kurz. Man sieht aber auch nicht, was für ein Gift das ist, ne? Oder? Nö. Ist einfach nur vergiftet. Na, endlich. So, ich glaube, Andrasch kann hier schon mal seine Axt wieder wegtun. Sich hier ein bisschen dünn machen. André kann den Streitkolben auch schon wieder einpacken. Von hier hinten wird er nichts treffen können. Ne? Da steht Rhiannon im Weg. Ah, nee, doch, wir passen. Beziehungsweise das Geschoss passt an Rhiannon vorbei. Nützt aber nichts. Oh, Paradepatzer. So, Andrasch, deine Chance nochmal hier, eine Bolze ins Ziel zu bringen. Aha. Na, wir warten, bis Isora dran war. Dann können wir uns hier ein bisschen günstiger um den Piraten rumgruppieren. So, kriegen wir das Ding jetzt beendet, bevor das Gift bei Frenja tickt, denn am Ende des Kampfes wird die Vergiftung einfach gelöscht. Na also, geht doch. So, Frenja ist jetzt bei... Wissen wir nicht. So, die... nehmen einfach alles mit, ne? Das können wir ja verkaufen, das Zeug. Und nachdem die furchtlosen Helden die gefürchteten Piraten das Fürchten lehrten, setzten sie ihre Seereise um einige Beutestücke reicher fort, in der Tat. So, schon sind wir in Kort angekommen. Wollen wir hier schon verkaufen? Wir könnten eine Heilkunde Wundenprobe machen, wie wär's denn damit? Nee, nicht. Achso, dazu müsste ich erst ins Lager gehen. Es ist nachts, das heißt, wir können da nichts verkaufen. Wir setzen unsere Reise Minitür, also direkt fort. So, von Kort nach Runinshafen, nee, kommen wir auch nicht, aber nach Bremen. Für 14 Dukaten, ja gut, da haben wir insgesamt 4 bis 5 Dukaten gespart, aber keine Zeit, wie es aussieht. Gut, dann fahren wir halt erst nach Bremen. Das ist ja auch schön. So, inzwischen konnten hier alle noch mal ein bisschen regenerieren. So, einmal speichern. Und dann müssen wir uns hier mal einen Laden suchen. Hier vorne ist direkt gemischt fahren, Bio, Bier und so. Da gehen wir einmal rein und der Waffenladen ist, glaube ich, auf der Rückseite quasi.
So, was wollen wir verkaufen hier? Ach, wir müssen uns gleich mal ums Inventarmanagement ein bisschen kümmern. Was macht dieses Amulett? Ach, Flimflam. Ja, das Flimflam-Amulett können wir eigentlich echt verkaufen. Das liegt bei uns nur rum. So, und diese Schnapsflasche hier und den Rest bringen wir dann beim Waffenhändler unter. Der sich wo befindet? Ne, nicht hier auf der Rückseite. Okay, da habe ich mich voll geirrt. Wo ist denn der nächste Waffenhändler? Ach, ganz da oben ist einer. Der einzige. Uff. Ja, dann haben wir wohl einen kurzen Fußweg vor uns. Hoffentlich werden wir nicht wieder... Was ist denn? Och, Jetzt, wenn ich hier nicht durchpasse. Ich passe echt nicht durch. Dann halt zum Waffenhändler hier hoch. Hier, nee, da ist der, ne? Moment. Ja, da noch hoch. Ach, da geht's zur Mine, glaube ich. So, und hier am Ende der Welt ist Yogas Valson. Herm Yogas Valson. Wenn wir jetzt auch ein bisschen Kram andrehen wollen. Wie zum Beispiel ein wunderbares Rapier. Sehr schöne Waffe. Diesen Säbel. Und die Dolche. Mehr nicht. Dafür sind wir extra hier hochgelatscht. Dann können wir nicht mal vernünftig feilschen. So, sieht unser Inventar jetzt in Ordnung aus? Abgewetzt. Hier sind noch drei Anwendungen drauf. So, wenige Kratzer. Du hast nichts Überflüssiges. Du quasi auch nicht. Ach, wir könnten auch mal 5 Bolzen kaufen. Ja, ich glaube, 5 Bolzen sollten wir noch mal kaufen. Ups. Der müsste ja hier sehr gut sortiert sein, dieser Waffenhändler. Da unten waren Bolzen. Die Händler hier sind ein bisschen verhandlungssicherer oder erfahrener. So, was brauchen wir als nächstes? Ich denke, wir brauchen einen Tempel. Da ist ein Swafnir-Tempel. Hier muss es doch alles gehen. Da ist ein Rondra-Tempel. Travia-Tempel waren wir schon. Zar und Pereine fehlen uns noch. Die gibt es dann zur Not in Torwall, würde ich vermuten. Aber dann gehen wir heute mal zum Rondra-Tempel rüber. Da wird dann Fjord das Kommando übernehmen. Tap. Entschuldigung, ich müsste mal durch. Dankeschön. Eine Abkürzung. Bin ich hier falsch? Ja. Ich hätte doch noch ein bisschen weiter nach dort gemusst. Hier müsste ich doch... Ja. Hier geht's rein. So, da sehen wir das wunderschöne Löwenbanner hier. Einmal speichern. Den Rondra-Tempel betreten. Sieht wunderschön aus. Und Fior müsste
Schutzgottheit Rondra haben. Außerdem ist sie eine krasse Kriegerin. Die ziehen wir mal hier an Anfang. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas nützt. So, und dann reden wir mal. Nein, wir reden nicht mit ihm, weil das immer noch nicht geht. Spenden hier mal 150 knapp. Oder reichlich. Und dann bedankt der Geweihte sich freundlich bei uns. Und wir werden... Eure Bitten um ein Wunder werden nicht erhört. Hier wieder versuchen zu wundern. Und da mache ich einfach einen Cut wieder. Ich allen einen geschickteren Schwertarm. Rondra hat uns einen geschickteren Schwertarm verliehen. Das ist doch cool. Das heißt, wir haben jetzt... da muss ich bei Kampfwerte gucken, ne? Von wem wissen wir denn, wie gut sie mit Schwertern ist? Weiß ich nicht. Fior hat eine 7. Bei der haben wir aber auch Schwerter nie gesteigert, ne? Aber hier zum Beispiel... für Frenja wäre das doch ganz interessant. Die hat den Schwerter jetzt nämlich auch schon eine 7. 10, 13, hat sich da was geändert? Hat sich nichts geändert, glaube ich. Den 13 hatten wir doch vorher auch schon. Denke ich. Oder hängt das hier mit dem Waffenvergleichswert zusammen? Nee. Rhiannon hat jetzt auf jeden Fall 16, 13. Das ist schon richtig cool. Die hat jetzt einen 10 im Schwerter. Isora hat eine minus 3. Auch ordentlich. Ja, eigentlich ist es nur für Rhiannon und Frenja interessant, ne? Und bei Frenja weiß ich nicht, wir können ja mal gucken mit, sie hatte 6 Stufenaufstiege, war mit Hiebwaffen besser, hätte da jetzt eine 8, hat im Schwert eine 7. Doch, das kann schon hinhauen. Ne, mit Äxte. Hätte sie eine 10, ich glaube, da hat sich nichts getan bei ihr. 10, 13 hatte sie vorher auch schon, denke ich. Bei Fiora kann sich was getan haben, auf jeden Fall. Wenn sie zwei Hände eine 12 hat, eine 7 in Schwerter. Ja, ich glaube, zwei Hände und Schwerter waren vorher gleich. Sind wir schon Level 7? Nee. Ja, aber einen geschickteren Schwertarm bekommen. Das ist doch auch ganz cool. Wie sieht es denn bei Isora aus? Haben wir vielleicht das Ding gesteigert bekommen, was wir in der Hand tragen? Das heißt, bei Frenja wären es jetzt Wurfwaffen. Ich werde das mal im Moment rausfinden. Ganz kleinen Moment. Also es scheint tatsächlich so zu sein, dass sich der Schwertkampf bei allen um 1 erhöht hat. Man kann es auch bei Fior einfach nochmal nachrechnen. Wir wissen, dass am Anfang zwei Händer und Schwerter auf einer Stufe waren. Wir haben zwei Händer 6 Mal gesteigert, weil wir Stufe 6 sind. Also kommen wir da auf einen Wert von 6. Schwerter ist jetzt bei 7, also ein Punkt drauf. Bei Frenja gab es auch einen Punkt drauf. Die hat jetzt nämlich Parade 13 statt vorher 12. Und Rhiannon hat jetzt 16, 13 auch. Super. Freue ich mich. Das hätte also schon mal funktioniert. Und ja, eine geweihte Waffe haben wir jetzt nicht bekommen. Das wäre für mich als Ergebnis auch in Ordnung gewesen. Aber ist halt nicht passiert. Und dann würde ich sagen, was gibt es denn noch? Travia. Überall gibt es Travia-Tempel. Ja, das ist alles. Dann schauen wir mal, ob wir von hier aus bequem nach Runingshaven kommen. Achso, wir lassen Frenja natürlich wieder die Führung übernehmen. Und fahren nach Runingshaven, ja. Direktverbindung, yay, für 8 Dukaten, 2 Silberstücke. Dauert 13 Stunden. Auf dem Langschiff immer treu.
Dann machen wir uns mal auf den Weg. Naja, hier müssen wir uns erstmal ein bisschen umgucken. Vielleicht gibt es ja hier auch noch irgendein cooles Haus mit irgendeiner einzigartigen Person drin oder sowas. Irgendein Event. Eine kleine Quest. Auch wenn es mir jetzt nicht unbedingt diesen Eindruck erweckt. Ich habe beschlossen, im nächsten Sommer, beziehungsweise Frühling, wenn das Wetter halt nicht mehr kacke ist, werden wir nochmal hier drüben durch den Steineichenwald wandern und beziehungsweise hier unten diese ganzen kleinen Orte mitnehmen. Ne? Wir haben ja hier von Heiligen, glaube ich, aus Regnarskelein abgekürzt. Und Rovermund, Nordfest, Gravik hier, beziehungsweise Gravik, wollen wir natürlich auch mitnehmen. Merske und Efferdun haben wir jetzt, glaube ich, komplett ausgelassen. Und dann gehen wir hier oben halt nach Grünfelden. Da gibt es auch noch was für uns zu erledigen. Ach, wir müssen auch noch mal nach Oberorken. Also müssen wir vielleicht doch den anderen Weg nehmen. Vielleicht kriegen wir Oberorken noch im Winter erledigt. Was haben wir denn überhaupt? Der 11. Firun. Ja, ist noch deutlich Winter. Ich will eigentlich nur die Karte schließen. So, haben wir hier alles? Ja, hier haben wir alles erkundet. Hier gibt es einen Swafnir-Tempel, einen Heiler. Ja, und ansonsten Wanderkarte, ne? Obwohl, vielleicht gehen wir vorher noch mal in die Kneipe. Wie spät haben wir es denn heute überhaupt? Abends? Stimmt das? Ja, es scheint gerade der Mond aufzugehen. Dann gehen wir mal in die Kneipe und hören uns hier ein bisschen um. Vielleicht erfahren wir ja noch was. Die Taverne Golf von Bremen. Können wir mal ein bisschen musizieren, ne Frenja? Tobender Applaus, zwei Silberstücke, zwei Heller. Sind die Leute hier geizig oder war die Probe nicht gut? Zwei Silberstücke, zwei Heller. Ja, eins von beiden. Nachdem ihr die Tür hinter euch geschlossen habt, kommt ihr nur noch mit Mühe vorwärts, denn die Taverne ist gerammelt voll. Aus den verschiedensten Ecken vernehmt ihr laute Gesprächsfetzen, Torwaller Trinklieder und das Geräusch aneinanderstoßender Bierkrüge. Es ist ungemütlich heiß, zahlreiche Pfeifen qualmen und die Luft ist zum Schneiden. Der Wirt hat alle Hände voll damit zu tun, die vor der Theke sitzenden und lallenden Gäste zu bedienen. Da es keinen freien Hocker mehr gibt, stellt ihr euch an die Theke. Ja, na gut, machen wir das. Der Wirt schaut euch fragend an. Ihr seid ja ein bunter Haufen. Was darf's denn sein? Oh, 6 Bier hätten wir gerne. Der Wirt füllt ein paar Krüge und stellt das verlangte Bier mit einem fröhlichen Bitteschön! Vor euch auf die Theke. Achso, ja, außerdem. Der Wirt, der sich schon zum Gehen abgewandt hatte, hält in seiner Bewegung inne, rülpst herzhaft und kehrt zu euch zurück. Er blickt euch fragend an. Ist noch was? Ja, ihr kennt euch doch hier sicher allerbestens aus, oder nicht? Das wohl. Was wollt ihr denn wissen? Jo. Tja. Ich weiß eine ganze Menge. Nur zum Beispiel. Aber ob euch das weiterhilft, weiß ich natürlich nicht. Was auch immer ihr suchen müsst, bei Storko von Golbritz in Bremen werdet ihr es finden. Ja, doch, danke. Na, da freue ich mich, dass ich euch behilflich sein konnte, meint der Wirt und wendet sich wieder ab. Noch immer geht es in der Kneipe zu wie auf einem Marktplatz. Einige leichte Damen haben sich spendable Zecher angelacht und ihr helles Lachen durchdringt das laute Grölen in der Taverne. Ach, jetzt singen wir wieder. Ein klassisches Torwalerlied. Ihr bezahlt euer letztes Bier und geht. Und suchen uns eine Unterkunft. Haben die hier nicht? Aber da müssen wir in der Stadt kampieren. Das ist natürlich nicht so cool.
Aber zur Not wird es schon gehen. So, wir werden hier erstmal Rondriel für einen Lebenspunkt heilen. So, und dann gibt es hier von Rondriel Heilkundewunden für Frenja. 10, die hat damit noch einen Punkt aufzuholen. Und einmal Heilkundewunden von Isora für Rondriel. Er muss sich noch vom Heilungsversuch erholen. Also erst heilen und dann den Dolch benutzen. Das ist natürlich ein bisschen lächerlich, aber beschweren wir uns nicht drüber. So, in der Stadt dürfte eigentlich nicht viel passieren, ne? Wir schlafen 8 Stunden, das passt. Na, Rondriel könnte echt ein bisschen Heilung vertragen. Na, was soll's. So, Rhiannon davor gehen. Wir machen nochmal kurz den Inventarcheck. Ob hier alles soweit in Ordnung ist. Sieht aber gut aus. Ich glaube, so können wir arbeiten. So, wo können wir denn hingehen? Zum Leuchtturm. Da gibt es 3 Wege. Achso, Runins Hafen können wir mal. Mit seinen etwa 200 Bewohnern ist dies der einzige Seehafen auf Runin. Schon auf den ersten Blick merkt ihr, dass hier nicht viel los ist. Und der Leuchtturm? Ein Weiler mit vielleicht 20 Einwohnern umgibt den Leuchtturm, das wichtigste Gebäude des Ortes. Hier liegt der sprichwörtliche Hund begraben. Na geil, gehen wir doch mal hin. Weg durch die Mitte, Küstenstraße Westen oder Küstenstraße Osten. Na, wir nehmen mal die östliche Straße. Das Gelände scheint reich an Jagdmöglichkeiten zu sein. Wollt ihr hier etwas erjagen? Nee, ist gerade mal Mittag. Dann kommen wir heute also bequem zum Leuchtturm. Da wird es natürlich auch keine Herberge geben. Aber wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Vielleicht gibt es ja hier irgendwas. Einen Laden gibt es hier. Ja, da würde ich ja doch gerne mal reingehen. Mal gucken, was sie im Angebot haben. Na, oh, dies ist das Ananas, wie es aussieht. Zunderkästchen, ne? Ja. Die haben doch hier angeblich gar keinen Hafen. Vielleicht haben die ja doch einen Hafen. Nach Trebern und Runins Hafen kann man von hier aus fahren. Okay. Ah, ich lasse mal Frenja vorgehen, auch wenn es hier nicht wirklich als Stadt zählt, glaube ich. Ein Heiler haben die hier. Also die haben hier doch deutlich mehr, als ich dachte. Oh. Marder steht heute aber sehr voll am Himmel. Beziehungsweise sehr groß. Ja. Da lohnt es sich ja eigentlich direkt in der Wildnis irgendwo zu übernachten. Dann wandern wir noch ein halbes Stündchen oder so nach irgendwo. Ach, wir können ja auch zum Leuchtturm zurückwandern. Ist das sinnvoll? Aber wir wandern einmal durch die Mitte hier. Unterbrechen die Reise allerdings gleich. Isora soll ein bisschen Heilkunde Wunden hier betreiben. 5 Punkte bei Rondriel. Dann kann er sein Dolch noch benutzen. Erhält nochmal 4 dazu. Ist damit wieder vollständig genesen. Rhiannon kann ein bisschen jagen. Wie sieht's denn aus? Unsere Vorräte sind noch nicht angeknabbert. Nee. Ach, wir haben sogar noch zusätzliche Vorräte. Die hätte ich mal irgendwo verkaufen können. Chance vertan. Da hat Rondriel aber eine Menge gefunden. Und das mitten im Winter. So, da ist Schlafenszeit schon. 6 Stunden reichen uns bestimmt. Mal sehen, ob der Weg durch die Mitte genauso gangbar ist. Ein kaum erkennbarer Pfad windet sich hier zwischen den Felsen hindurch. Die ideale Stelle für einen Hinterhalt, geht es euch durch den Kopf. Mhm. Eine Höhle. Da haben wir ja wahrscheinlich schon gefunden, was wir gesucht haben. Nach einiger Zeit könnt ihr eine Öffnung in der Felswand entdecken.
offensichtlich nicht natürlichen Ursprungs. Innen führt eine Treppe ins Dunkle. Wollt ihr... Die Treppe hinuntersteigen auf jeden Fall. Wir sind alle voll geheilt. Isora hat sogar ein paar Astralpunkte. Und Frenja fühlt sich hier gar nicht wohl. Das sieht ja gleich ein bisschen unheimlich aus hier. Aber Laternen hängen immerhin. Aber die ist keine natürliche Höhle, ne? Sieht alles sehr gemauert aus. Und die Decke verschalt. Ja, dann würde ich sagen, an der Stelle beende ich die Folge. Und wir machen genau hier beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich also bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Da hinten sehe ich schon eine Kiste. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dann seid ihr hoffentlich beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut und bis dann. Ciao.